müsste jetzt hier deine Prüfung beenden, weil du da vorne gar nicht reinfahren darfst. Sympathische Nummer. Hi, hier ist Sascha mit einer neuen Folge Braunschweig unter Strom und heute versuche ich mich in der Fahrschule Jendritzky. Immer mit den Dummheiten der anderen rechnen. Hi, ich bin Sascha. Man hat mir empfohlen, nochmal eine Auffrischung zu machen. So schlimm? Scheinbar. Okay, dann lass uns loslegen. Okay, Sascha, los geht's mit Theorie. Keine Zettel? Wie ist denn das? Zettel gibt's nicht mehr, ist alles nur noch digital. Im Vergleich zu vorher sind es, glaube ich, jetzt dreimal so viele Fragen, inklusive Videofragen und Co., sodass du mittlerweile aufs Tablet angewiesen bist. Na, da bin ich ja gespannt. Okay, wir machen einfach so eine ganz klassische Prüfungssimulation, wie die auch beim TÜV gemacht worden wäre. Das heißt, wir starten das mal, dann sind es immer noch 30 Fragen, die du beantworten musst. Darfst jetzt 10 Federpunkte machen, aber keine zwei Fragen. keine zwei Fragen falsch machen mit 5 Federpunkten. Okay. Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert? Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist, immer das kleinere Fahrzeug, das Fahrzeug auf der freien Fahrbahn hängt. Das ist das, was ich meine. Also du siehst jetzt, das gab es früher nicht, den Rückspiegel. Ja. Du siehst quasi, ne? Ich finde das schon fast. Genau, also das gab es früher auch nicht, die Außenspiegel, den Rückspiegel, dass du da auf alles achten musst. Also das ist alles mehr oder minder neu. Und mittlerweile ist es auch so, die würden die Farben der Autos tauschen, dass du das nicht mehr auswendig lernen kannst. Also tatsächlich ist es so, in der Theorieprüfung hast du 45 Minuten Zeit dafür. Wenn du fertig bist, bist du fertig, aber maximal ist nach 45 Minuten Ende. Na, die Zeit haben wir ja, ne? Die Zeit hast du. Du kannst dir alle Zeit nehmen. Ich finde toll, dass du dir deine Fahrer mit so darauf gesetzt hast. Ich muss. Die Sonne ist gefährlich. Also ich kann sie hier absetzen, aber was ist denn eigentlich, wenn ich alles falsch habe? Wenn du alles falsch hast, nimm dir den Führerschein wieder ab. So nach dem. Was sind denn so die typischen Tücken für die Leute in der Theorieprüfung? Also typische Tücken sind, es wird zu viel überlegt, man kreuzt nochmal was falsch an und ganz häufig, was falsch gemacht wird, sind so Technikfragen und Anhängerfragen. Also damit haben die meisten Leute ein Problem. Also alles so was Vorfahrt und rechtlich ist, ist es easy, aber das sind so die drei größten Tücken. Man zweifelt an sich selber, Technik und Anhängerfragen. Bin hier durchgefallen. Oh, jetzt bin ich durch. Ach, noch 0 Aufgaben. Genau. Ach, jetzt könnte ich alle nochmal durchgucken, aber lieber nicht. Jetzt könntest du nochmal alle durchgucken oder klickst da auf Abgabe, dann ist dein Ergebnis safe. Okay. Toi, toi, toi. Ach du Schande. 16 Federpunkte hast du. 25 von 30 Fragen richtig beantwortet. Also nicht bestanden. Aber für jemanden, bei dem das so lang her ist, ist 16 Federpunkte wirklich gut. Echt? Ja. Also Gefahrenlehre ist alles richtig. Verkehrszeichen ist alles richtig. Das muss man dir ja auch mal lassen. Vorfahrt ist alles richtig. Verhalten im Straßenverkehr ist alles richtig. Und Umweltschutz auch. Also so schlimm ist es nicht, oder? Aber Umweltschutz, du doch happy. Das stimmt. Also am schlimmsten war Technik und die Zusatzfragen für Klasse B. Aber fahren kann ich trotzdem gut. Na, dann schauen wir uns das doch an, oder? Auf jeden Fall. Cool. Ist das der Faschelwagen? Ja. Ist das ein Tesla? Ja. Wie geil ist das denn? Oh, und dann fahren wir Richtung Parkplatz ausfahren. Cool ist immer, wenn man auf dem Parkplatz aufblinkt, dann weiß jeder, wo man hin will. Und stark ist auch, wenn man beim Rückwärtsfahren hinten rausguckt, sagt man so. Echt? Ja, ist ganz gut, damit man auch was sieht. Siehst du? Ja. Na, ein bisschen nervös. Tatsächlich, ja. Sofort. Fängt man hier richtig an. Aber da hier 30 ist, ist das so okay noch, ne? Oder wäre ich jetzt schon durchgefallen? Also in der Prüfung ist es so, du darfst bei 3 zu schnell bei 30, länger als 5 Sekunden ist die Prüfung vorbei. Deshalb sage ich immer bei 30 lieber 29,8. Deswegen schleichen die alle mal so yep. Eine Prüfung. So, wie läuft das denn eigentlich mit dem Führerschein ab 17? Führerschein ab 17 kannst du anfangen mit 16,5. Das heißt also ein halbes Jahr vorher. Begleiten darf jeder, der älter ist als 30, nicht mehr als einen Punkt hat und 5 Jahre einen Führerschein. Und ansonsten ist die Ausbildung absolut identisch. Also da gibt es keinen weiteren Unterschied. Okay. Und was kostet heutzutage ein Führerschein? Ungefähr? Echt schwer zu sagen. Wir liegen irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Ist immer so ein bisschen, wie viel Talent und Können man mitbringt. Ne? Okay, also 3,5 bei mir. Naja, bis jetzt war es nicht so schlecht. Ich glaube eher unteres Ende. Guck mal, dadurch, dass das ein abgesenkter Bordstein ist und wer über einen abgesenkten Bordstein kommt, der hat nie Vorfahrt.
Siehst du, wieder was gelernt. Ich wusste, aus einer Spielstraße hat man keinen... Du bist zu schnell, das ist so das Typische. Da warst du schon fast bei 40 und beide Hände ans Lenkrad. Ja, vielen Dank dafür. Wie ist es denn für dich, Fahrlehrer zu sein? Für mich Traumberuf, weil man jeden Tag irgendwie andere Leute sieht und kennenlernt und es jeden Tag spannend ist. Ne? Man merkt es ja jetzt hier schon, es ist abwechslungsreich und so. Von daher, ich kann jedem den Job nur empfehlen. Was war... nach der Fahrt mit mir jetzt so deine krasseste Erfahrung? Schade, ich wollte die auch nennen, quasi, dass das Gefäß ist. Das gibt, ist echt schwer zu sagen. Also man denkt immer als Fahrlehrer, man hat irgendwann alles gesehen, aber tatsächlich überraschen einen die Autofahrer jeden Tag aufs Neue. Also es gibt jede Woche eine krasse Erfahrung. Da denkt man immer, es kann nicht sein, dass Leute so Auto fahren und Co. So, dass ich das gar nicht unbedingt an einem Punkt festmachen muss, sondern ich habe das Gefühl, es wird echt immer schlimmer manchmal. Kann ich nachvollziehen, bist du hinter mir gefahren, als wir hergekommen sind? Vielleicht inkognito schon. Und hier wäre im Prinzip deine praktische Prüfung zu Ende. Weil? Was machst du, wenn er den linken Fahrstreifen nehmen möchte? Er darf sich den Fahrstreifen frei aussuchen beim Abbiegen. Ich stehe ja noch hinter ihm. Ja, das trotzdem, aber nein. In der Prüfung wäre hier Schluss. Okay, ich wollte sagen, achte wieder darauf, wie schnell du fährst, lass dich nicht von den anderen mitreißen. Ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich, bevor wir die Weststadt verlassen haben, schon meine Fahrprüfung zu Ende ist. Das ist echt frustrierend. Theorie nicht geschafft, praktische Prüfung nicht geschafft. Also tatsächlich wäre es die Summe der Fehler schon gewesen, mit den 30 da vorne zu schnell, dann mit den 50 zu schnell, selbst das hätte auch schon gereicht. Also ohne das Abbiegen. Was bedeutet der Pfeil auf der Ampel? Der Pfeil bedeutet, dass ich quasi alleine grün habe und vorfahre. Genau. Also es heißt, alles andere hat rot. Geil, ne? Tatsächlich sage ich immer, Pfeil ist geil. Es ist wirklich so, damit sich die Leute das merken. Ich bin zwar ganz früh durchgefahren, aber so grundsätzlich ist es doch, glaube ich, okay, was ich fahre. Vielleicht ein Tucken schnell. Ist nicht nur okay, ich finde es sogar richtig gut. Also du fährst souverän Auto. Also ich zweifle jetzt hier nicht an, dass du Auto fahren kannst, sondern das sind ja so typische Standardfehler, die die Gewohnheit bringen. Ne? Oh, jetzt habe ich dir, glaube ich, den Akku leer gefahren. Was machen wir denn jetzt? Ich würde vorschlagen, wir planen mal eine Runde, damit du das auch mal siehst, wie easy das mittlerweile geht. Gern. Cool. Ach, hör auf. Also, genau. Geil. Also hier ist es relativ easy, du drückst einfach auf die Klappe. Bei diesen Schnellladern ist es am einfachsten, da ist alles schon dran, du brauchst kein extra Kabel, gar nichts. Nimmst das wie beim normalen Tanken in die Hand, bitte. Nimmst das einfach in die Hand, das kommt rein. Genau, auch mittlerweile alles voll digital. Wir starten die App. Welche App ist das? Die Löwenladen-App. Bam. Da ist alles drin. Machst einfach nur noch einen QR-Code. Scan-Code. Code gescannt. Dann dauert es einen Moment. Dann wird das Laden gestartet. Wir haben gestartet mit 250 Kilometern hier. Ich denke, wenn wir so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde geladen haben, haben wir irgendwas zwischen 150 und 200 Kilometern mehr. Krass. Also kommen wir wieder den Rest des Tages weiter. Halbe Stunde später siehst du, wir waren jetzt schnell einen Kaffee trinken, haben 23 Kilowattstunden geladen. Das reicht so für ungefähr 150, 160 Kilometer. Ja, damit komme ich lange hin. Ja, damit kommen wir auf jeden Fall den Rest des Tages. So, wie wäre jetzt dein Fazit? Ich finde, du bist ein super Autofahrer. Bis auf die dreimal, wo du durchgefallen wärst, lief der Rest auch souverän und super. Ja, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. War ein toller Tag. Ja, mir auch. Danke. Also, bis denn. Bis zum nächsten Mal.